Hallo und willkommen bei den Canon Academy Hacks. Mein Name ist Sascha Hüttenhain, ich bin Fotograf und freier Trainer der Canon Academy. Ich habe heute ein paar Tipps für euch schon mir bereitgelegt, und zwar geht es um die Studiofotografie, die wir gleich hier zeigen möchten, in Verbindung mit Porträts. Dazu habe ich mir die Martina ins Studio geholt, die gerade im Hintergrund von der Katharina ein bisschen geschminkt und aufgehübscht wird. Das ist erstmal eine ganz wichtige Grundlage für ein Shooting, die Visagistik, die ein Foto-Make-up beinhaltet, sodass wir eine andere Optik haben wie ein Tages-Make-up. Stichwort Studiofotografie. Viele von euch haben bestimmt zu Hause schon ein eigenes Studio oder denken darüber nach, sowas einzurichten. Denkt minimal. Baut erstmal euer Set mit einem Licht auf. Das ist oftmals viel einfacher zu handeln, als wenn ihr euch 5, 6 Blitzgeräte dahinstellt und einsetzen wollt. Wenn ihr beispielsweise auch draußen fotografiert, ihr habt nur eine Sonne, ihr habt eine Lichtquelle, die auch schon cool aussehen kann. Das gleiche könnt ihr im Studio zu allen Tages- und Nachtzeiten nachbauen und ihr versteht es vor allen Dingen. Von daher, wir werden drüben einige Sachen durchgehen, vom Aufbau her, die auf einem kleinen Wege schon ein tolles Ergebnis bringen. Ich habe jetzt hier die 5D Mark IV am Start mit dem Klassiker der 85er Porträtbrennweite, die wir gleich einsetzen werden. Wenn ihr eine APS-C-Kamera habt, dann würde ich euch empfehlen, nehmt das 50er Objektiv. Das 50er ist dann umgerechnet das 85er auf meiner Vollformatkamera. Das war jetzt genug Theorie, lasst uns unsere Kamera nehmen und rübergehen ins Studio und ein paar Fotos schießen. Dann kommen wir jetzt zu unserem ersten Set. Wir haben unser Licht schon mal aufgebaut, das ist ein Low-Key-Set. Rembrandt-Stil, ihr vielleicht kennt oder schon erkannt habt. Rembrandt ist ein Maler gewesen. Rembrandt-Licht kennt ihr vielleicht. Das ist das Ergebnis zwischen von dem Nasen- und Wangenschatten, was ein Dreieck bildet. Das habe ich mir jetzt hier aufgebaut. Meine Softbox mit der Wabe, die ein schönes, weiches, gerichtetes Licht bringt, ist etwa 45 Grad zum Model. Das ist so die erste Grundlage für mein Set. Dann geht es weiter ausmessen meiner Studio-Blitzgeräte. Meine Kamera muss natürlich wissen, was sie für eine Belichtung bekommen sollte, um korrekt darzustellen. Das heißt, Belichtungsmesser, ein Testblitz, Blende 2,0. Das ist auch die Blende, die wir hinterher einsetzen werden bei diesem Porträtfoto. Ich arbeite jetzt hier im Studio mit Blitzgeräten von der Firma Hensel, XPT 500. Die haben jede Menge Power, aber viel cooler ist, dass die Power, die Leistung sehr stark dimmbar, regulierbar ist. Das heißt, wenn ihr offenblendig fotografieren wollt, braucht ihr weniger Leistung. Und das können die Blitzgeräte von der Einstellung her euch liefern. Ein anderes cooles Feature ist natürlich, dass ich da an meinem Studio-Blitzkopf verschiedene Lichtformate anhängen kann. Eine große Softbox, ein Beauty Dish, ein Reflektor in Verbindung mit einer Wabe, um mein Licht ganz punktuell setzen zu können. Das gibt mir tolle Möglichkeiten einfach. Gut, dann geht's weiter. Ich würde meine Kamera natürlich für Shooting vorbereiten. Auf der einen Seite setze ich den Funksender für die Blitzanlage auf meine Kamera, damit ich drahtlos auslösen kann. Dann geht es weiter, die Einstellung natürlich. Die Einstellung meiner Kamera, Blende 2 haben wir eben schon mal ausgemessen. Die stelle ich in meine Kamera schon mal ein, Blende 2. Dann geht es weiter, Blitzsynchronzeit. Auch ein wichtiger Punkt, im Studio nimmt die typische Blitzsynchronzeit 125. Das kann nichts mit falsch machen, passiert gar nichts. Weiter geht es mit dem ISO-Wert, den ihr einstellen solltet, müsst, wie auch immer, damit die Belichtung funktioniert, ISO 100. ISO 100 ist auch der ISO-Bereich, wo eure Kamera eigentlich optimal arbeitet. Von daher 125, Blende 2, ISO 100, das sind meine Werte für eine korrekte Belichtung. Das erste, was ich in der Kamera einstelle, ist natürlich der Modus. Das heißt, ich gehe in den M-Modus, manuellen Modus, damit ich Zeitblende und ISO vorgeben kann. Ich habe das 85er Objektiv auf meine Kamera gepackt hier, das 85 1,4. Ein super Objektiv, wenn ihr speziell Porträts fotografieren wollt. Um freizustellen, offenblendig fotografieren heißt, ich fokussiere auf Punkte. In dem Falle gleich das Auge, aber ihr werdet sehen, mit dem 85er kann ich sehr schön freistellen. Jetzt habe ich viel erklärt und Theorie gezeigt, jetzt wollen wir einfach ein paar Fotos machen. Wenn du Porträts mit offener Blende fotografierst, ist die präzise Fokussierung natürlich ganz besonders wichtig, denn der Bereich der Schärfentiefe im Motiv ist dabei besonders klein. Am besten legst du zunächst erstmal grob im Sucher den Bildausschnitt fest. Danach stellst du in den Autofokus-Einstellungen der Kamera die Größe und Position des Autofokusfeldes so ein, dass das Auge des Models davon bedeckt wird. Auf diese Weise solltest du auch bei Offenblende eine scharfe Abbildung der Augeniris hinbekommen. Bei Porträtaufnahmen ist Kommunikation natürlich besonders wichtig. Erkläre deinem Model, was du vorhast.
Gib beim Shooting Anweisungen, wie du dir Mimik, Blick, Körperhaltung und so weiter vorstellst. Bei Low-Key-Fotos dominieren vorwiegend die dunklen Töne. Ich finde, dass hier die Kombination der Kleidung des Models, das helle Gesicht und der dunkle Hintergrund sehr interessant mit der Lichtstimmung harmonieren. Das Lichtdreieck auf der Wange ist übrigens typisch für das sogenannte Rembrandt-Licht. Ihr könnt gut erkennen, wie klein der Schärfebereich beim Fotografieren mit Offenblende ist. Augen und Nase sind scharf, die Hand und die Ohren liegen aber bereits in der Unschärfe. Das war direkt zum Thema Low-Key-Fotografie. Ich hoffe, ihr habt ein paar Inspirationen und Tipps von mir bekommen können für eure Praxis. Wenn ihr weitere Hacks sehen möchtet bzw. Workshops buchen, dann schaut gerne auf der Canon Academy Seite.